Hallöchen, herzlich willkommen bei einer was ganz anderen Rezension, denn ich rezensiere diesmal mal. Ich review kein Comic, kein Buch, kein Spiel und ich mache auch nicht Schleichwerbung für diese Cola-Marke, sondern ich rede heute mal mit euch über. Sieht irgendwie so leisure aus, oder? Egal. Ich rede heute mit euch mal über ein Event. Oder besser gesagt, etwas, was viele Leute machen. Es geht nämlich um Escape Room. Bei Escape Rooms handelt es sich um eine ganz neue Art von ja, Spielmöglichkeiten. So neu ist sie eigentlich auch gar nicht mehr. Denn letztlich geht es um was ganz Einfaches. Du wirst in einen Raum gesperrt. Für 60 Minuten, kann auch variieren. Und dann musst du Rätsel lösen. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie es dazu gekommen ist, dass ich in so einem Escape Room sein durfte. Ein Escape Room musste ich buchen, denn ich bin JGA geschädigt. Das Problem ist, ich habe in meinem Bekanntenkreis im Moment zwei Menschen, die heiraten und der erste davon ist ein etwas komplizierter Mensch, mit dem darfst du nicht mit Schnullachts-15 Sachen zu so einem Junggesellenabschied kommen. Man durfte es nicht mal Junggesellenabschied nennen, jedenfalls habe ich mir das so gedacht, weil er würde allergisch reagieren auf das, was typisch ist, wenn man einen Junggesellenabschied macht, nämlich auf Bauchladen und sonstige Sachen, der wäre sofort weg. Ich möchte dazu ein kleines Erlebnis nochmal erzählen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal bei der Etage 13. Sollte euch auf jeden Fall mal antun. Den Podcast, den ich mit Steffen Liebschner mache, etage13.de. Nee, die 13. Etage.de, die 13etage.de. So, genug Schleichwerbung. Ich war für Junggesellenabschiede. Ich war mal unterwegs zu einem Geburtstag und in dieser Zugfahrt hat mich ein Junggesellenabschied sogar überrascht. Und dieser Junggesellenabschied, da ging eine, ich war einfach innerlich nett genervt eingestellt. Ich habe mir gedacht, na komm, ziehst du dir 50 Cent mal raus, dann gibst du das der Göre da, damit die weiterziehen kann. Ich wollte auch nur 50 Cent, wollte ich ihr geben und habe mir dann gedacht, gut, ich stelle euch mal woanders hin. Ich finde das Bild gerade fürchterlich. So. Sorry für das viele Rumgehantiere. Und diese Junggesellenabschied, sie kam dann auf mich zu und meinte, ja, du musst ja auch irgendwas nehmen für 50 Cent. Und ich habe gedacht, boah, Alter, jetzt nerv nicht. Ich würde auch einfach 50 Cent geben und gut ist. Hat es aber nicht gemacht, also musste ich mir was raus und irgendeine Kleinigkeit. Also gab es da eine Haribo, so eine Haribo-Sorte, die heißt Pop, POP. Dann habe ich die rausgenommen, weil ich gedacht habe, ach, lustig, Pop. Ja, bestimmt macht das so Pop, wenn du drauf beißt. Kennt ihr diese Dinger, wenn du drauf beißt und dann poppen die so ganz doll? Da habe ich gedacht, sowas wäre das. Okay, habe ich mir gedacht, nehme ich die und sag, ja, das ist ja ganz gut, dann nehme ich hier die Pop. Und was sagt sie? Was sagt sie als Spruch? Sie sagt, ja, Hauptsache poppen, ne? Und da habe ich mir gedacht, kann ich meine 50 Cent wieder haben? Und kann ich jetzt Haribo ins Gesicht schmeißen? Weil die Art von Niveau, auf die hatte ich gerade keinen Bock, weil meine Genervtheit hat sich schon dem Niveau angepasst, was mir entgegenkommt, diametral dagegen, und hat schon keinen Bock mehr drauf. Und auf diese Sachen hat diese Person keinen Bock. Also habe ich mir das rausgesucht, etwas, ist ein Mensch von meinen Spieleabenden, und wir haben ein Escape Room gebucht. Und ich habe, besser gesagt, ich habe ein Escape Room als, und keiner von denen, der dabei war, hat das jemals gemacht. Also habe ich einen in Bonn gesucht, weil der Bekannte ist in Bonn ansässig und habe gedacht, ich habe auch keinen Bock, ich arbeite selber in Bonn, jetzt weit weg zu fahren. Und habe einen gefunden, der ist in Ende nicht und heißt 60 Minutes. Ich mache hier extra jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, Werbung, denn der Escape Room da war gut. Und auch der Service war super. Denn schon am Telefon hatte ich das Problem, ich hatte fünf Leute angemeldet und sechs Leute sind es dann geworden. Da habe ich angerufen und gesagt, hey, kann ich noch einen Sechsten mitbringen? Wäre das in Ordnung? So, kein Problem, bringst du einen Sechsten mit, wird der Preis insgesamt was teurer, aber pro Person billiger. Hast du verstanden? Ich so, ja, habe ich verstanden. Und da war total nett am Telefon. Und so ging das auch weiter. Wir waren insgesamt zu sechst, also sechs Leute, ist schon große Gruppe. Und haben uns bei dem einen gefunden. Von außen sah das 60 Minutes aus. Ein bisschen erstmal dachte ich so, ist das hier vielleicht doch eher so ein Swingerclub? Oder ein Sauna-Club, da hätte ich mein Handtuch doch mitgebracht. Und war es aber nicht. Es sah von außen klein und unscheinbar aus. Das Lustige ist,
als wir davor gestanden haben, zu sechst, und der Kollege immer noch nicht wusste, was es ist, kam jemand auf mich zu, der fragte, ja, was ist das denn eigentlich? So ein bisschen, ja, von den Funden her so viel wie ich. Und der kam auf mich zu, ja, was ist denn das hier? Das sehe ich immer die Werbung. Ich so, können wir mal 5 Meter weiter weggehen? Dann erkläre ich Ihnen das. Und dann habe ich dem das erklärt und dann war der schon völlig begeistert und habe gedacht, so, das wird jetzt auch was für die Leute, mit denen ich dabei bin. Gesagt, getan, gehen wir rein. Waren viel zu früh. Der hat uns super nett aufgenommen. Er ist Wolfgang, der Mensch. Und hat uns super nett empfangen. Und ja, hat uns reingelassen, hat uns ganz viel erzählt. Eine nette Einführung. Was mich positiv gestimmt hat, ist, der einer der intelligentesten Menschen hier in Deutschland. Also es gibt ja diesen Intelligenzclub, Intelligenza oder Mensa, keine Ahnung, wie der heißt. Da sind nur die intelligentesten Typen drin und der aus Deutschland war in seinem Escape Room und hat es auch nur in einer durchschnittlichen Zeit, vielleicht sogar schlechter als Durchschnitt geschafft und hat gedacht so, oh, wenn selbst die intelligentesten versagen, weil man möchte ja an so einem Junggesellenabschied, mit dem man mit Männern unterwegs ist, ja doch Erfolgserlebnisse haben. Hätten wir das jetzt nicht geschafft und er hat die ganze Zeit von Intelligenz gesprochen und so weiter und so fort, kann ja auch gut sein, dass er gut verkaufen kann. Also er hat uns natürlich ein bisschen nicht angeschlampt und hat gesagt, ja, ich merke, bei euch ist Intelligenz im Raum, ihr schafft das bestimmt, ihr könnt vielleicht einen Rekord brechen, hat er so einen Rekord erzählt, da ist irgendjemand mal 4 Hinweise gebraucht, hat noch irgendwie 8 Minuten übrig, hatte irgendwie sowas war das. Und ja, hat uns nett erzählt, passt auf, achtet auf das, benutzt nicht den Heizungsschlüssel zum Beispiel, der hat nichts mit dem Spiel zu tun. Dreimal dürft ihr raten, wer den Heizungsschlüssel versucht hat zu benutzen. It's me, Mario. Und ja, war ganz lustig, vor allem weil ich diesen Schlüssel gehasst habe. Ich erkläre euch das. Die Tür geht auf. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist im Endeffekt sein Geschäft damit, ja, dass diese Rätsel sozusagen du erleben kannst. Und das ist dann wie Spoilern. Und das ist auch nicht schön für ihn, wenn ich jetzt alles erzählen würde. Ich erzähle nur ein paar Kleinigkeiten. Also es gibt super tolle Rätselideen waren dabei, ob man nur mit einem Laserpointer auf eine Landkarte zeigen muss. Oder es ist immer das Prinzip, such für das Schloss den Schlüssel, löse dabei ein Rätsel. Manchmal sind es Buchstabenrätsel, manchmal sind es Zahlenrätsel. Und immer wenn das schon die Rätselart gekommen ist, dann ist das Rätsel sozusagen verbrannt. Dann ist es fort. Und dementsprechend fand ich es echt super. Also es ging auch wirklich, man ging rein und man war sofort in Hektik und hat alles abgesucht. Und wenn du reinkommst, war das wirklich so, du siehst da ein Schreibtisch, da ein Regal, da ein Sessel und alles wird abgesucht. Alles wird abgesucht. Die Geschichte, da erzähle ich ein bisschen was dazu, weil das ist ja im Endeffekt, das nimmt ja nichts vorweg. Die Geschichte handelt von einem Professor, der eine Formel für regenerative Energien gefunden hat und die er unbedingt vor, ich glaube, den Russen oder den Amerikanern verstecken will. Die sind aber schon jetzt gerade im Anmarsch, in genau 60 Minuten sind sie da und gleichzeitig ist aber in diesem Tresor, wo die Formel drin ist, auch der Schlüssel, um sich zu befreien. Denn das größte Merkmal an einem Escape Room ist, man will wieder raus. Deswegen Escape Room. Escape the Room, Rettung, Raum und so weiter und so fort. Und ja, das klang echt spannend und die Rätselzeit ging echt krass vorbei. Es waren insgesamt ein paar Räume, die zum Vorschein kamen. Und im dritten Raum meinte einer, oh, wir haben noch 20 Minuten die Zeit oder 15 Minuten, die Zeit ging richtig schnell rum. Und ich glaube, wenn da so große Gruppen dabei sind, kristallisieren sich um ein paar intelligente Leute raus, zu denen ich übrigens nicht gehöre. Ich habe mich für mich kleine Erfolge verbucht. Ich habe zum Beispiel etwas gefunden, was keiner gesehen hat und habe mich dann gedacht, yes, yes. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so Sachen gemacht, dass ich das Offensichtliche nochmal gesagt habe. Irgendwie haben sie gerade versucht, an einem Rätselboard irgendwas zu lösen und ich habe gesagt, die Hinweise, dazu komme ich jetzt, die Hinweise sagen, wir müssen jetzt an diesem Rätselboard suchen. Und alle gucken mich an und fragen, was machen wir denn hier eigentlich? Typisch. Und das Schöne ist, man steht nicht ganz so auf dem Schlauch. Man wird nicht alleine gelassen bei seiner Variante. Es gibt wohl auch Escape Rooms, die das nicht haben. Und bei seiner Variante ist es so, er hat oben noch einen kleinen Bildschirm aufgebaut, bei dem viele Hinweise kommen. Wenn es mal nicht weitergeht, dann werden Hinweise getriggert, wo du dann weißt, ach, das und das muss gemacht werden. Super, da weiß ich Bescheid und dementsprechend mache ich das so und so und so. Und die haben auch oft geholfen. Wir haben, glaube ich, 8 Hinweise gebraucht und irgendwie, ich glaube, 3 Minuten übrig, dann Restzeit von den 60 Minuten. Wir haben es also geschafft. Und das Tolle war, als wir dann zum Schluss diese Formel gefunden haben, da hat jeder noch gedacht, ja, was ist denn mit der Formel? Da steht doch irgendwas. Was ist jetzt mit der Formel? Was ist los? Was ist los? Ja, bis dann einer auf die Idee kommt, ist ja der Schlüssel da drin, ist das für die Tür, um rauszukommen. Und dann ist das Spiel vorbei. Und dann gibt es noch so eine nette Nachbesprechung, wo der Wolfgang nochmal erzählt hat, was
so los gewesen ist. Dass es zum Beispiel Leute, die im Escape Room waren, drin waren, manche da wirklich so ausgeflippt sind, dass sie alles von den Wänden gerissen haben, obwohl er vorher erklärt hat. Dass es auch Leute wie Trolls gab, die versucht haben, es extra zu machen und dass er da auch rigoros war. Und ja, also für jeden, der mal mit mehreren, der rätselfreudig ist, der Spieleabende mag, kann ich Escape Room nur empfehlen. In dem Fall explizit von mir aus das 60 Minutes. Ich weiß nicht, wie die anderen sind. Große Empfehlung. Guckt euch mal an. Es ist wirklich richtig, richtig witzig. Und damit bedanke ich mich bei 60 Minutes. Und ich bedanke mich auch, dass es Escape Rooms gibt, weil ich habe eine neue Leidenschaft vielleicht für mich entdeckt. Das Gute ist, der macht natürlich immer wechselnde Themen, weil das Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr in diesen Raum reingehen und mit anderen Leuten diese Rätsel lösen, weil ich kenne sie ja schon. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich hier alle so hinkriegen würde. Ich habe ja nicht alle gelöst. Ja, auf jeden Fall große Empfehlung und er baut, glaube ich, sogar, also er nimmt jetzt, glaube ich, sogar noch einen zweiten Raum, um damit zu können. Also, dass diese Escape Rooms boomen halt einfach. Und jetzt weiß ich auch warum. Also, wer mal einen Junggesellenabschied machen will oder mit seinem Betrieb weggehen will oder wer einfach mal Lust auf Rätsel hat mit mehreren Leuten, dem empfehle ich ein Escape Room. Ganz ehrlich. Und das war's auch schon wieder. Tschüssi!